Sag mal, wir sind wieder am Start mit Let's Play GTA Vice City und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Der Nekonolle möchte was von uns. In der letzten Folge haben wir ja, eine der nervigsten Missionen. Hilfe, das Boot ploppt da hinten rum. Eine der nervigsten Missionen überhaupt in diesem Spiel erfolgreich beim ersten Mal erledigt, nämlich die Mission mit dem ferngesteuerten Hubschrauber. Ja, ihr erinnert euch. Jetzt geht's weiter mit dem Kugelhagel im Einkaufszentrum. Tommy, come and join me. This looks delicious, eh? Prep your snout. No, 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 thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. So, wir sollen uns mit einem Kurier treffen und ich will dieses scheiß Top-Fun-Auto weg haben, endlich. Wir schnappen uns hier mal kurz den Sportwagen hier und dann geht's los. Ich erinnere mich auch an welche, ich glaube, ich weiß, welche Mission es ist auch. Oh, das war keine Absicht. So, das Einkaufszentrum ist da vorne. Hier. Ja, ist schon klar, dass das. Ich kenne mich mit ein bisschen mit dem Spiel aus, liebe Leute. Ihr braucht. Oh gut, es gibt immer Leute, die haben es noch nie gespielt. Warte mal kurz, ich muss mal. Muss ich da hoch jetzt? Ja, ne? Also nicht zu 100% kenne ich mich aus. Ich weiß nicht, wo was genau liegt. Aua. Ich fahre die komplette Karre hier kaputt gerade. Aber egal. Egal, egal, egal. So. Müssen wir jetzt irgendwie da runter? Aua. Ach, da ist der Kurier. Kann ich da runter? Ja. Lorraine, sie ist très wet this time of the year. What? Ah, come on? Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh. Ne. Imperialist American pig that is propriété de la gouvernement français. Hand it over! You American idiot! They followed you here! Lass mich raten, ich muss den jetzt killen, oder was? Geh mir auf die Sicke. Warte mal, wo ist ich da lang? Aua! Geh mir nicht! So, jetzt muss ich mal da lang. Hier muss ich lang. Ich habe natürlich kein Auto. Ja, wie wäre es, wenn er mir mein Auto gibt? Ah ja. Ah ja, gib mir. Ernsthaft jetzt? Hau doch mal. Ja, gib mir nicht auch noch auf den Sack jetzt. Komm her jetzt hier. Verpiss dich jetzt. Da wurde es ja kuriert. Ja, verpiss dich doch, Taxifahrer, ey. Was, ich muss dann noch wegkramen. Aber den Motorradfahrer, den kriegen wir noch. Oh ja! Mann! Gib mir doch nicht alle auf den Sack, ey.
Mano! Ich muss diese Scheiß. Verpiss dich jetzt endlich, Dreck. Na, Mann! Jetzt geh weg da, Dreckskopf. Ah, ich krieg doch grad die Motten, ey. Habe ich irgendwo mein Ammunition? Das Problem, ich kann die Dinger nicht aufnehmen, weil die mir, weil die Cops da irgendwo die ganze Zeit rumstehen. Natürlich! Ja, natürlich! Mission fehlgeschlagen! Ja. Ach, natürlich, ey. Ah, weil die mir aber alle auf Eier gegangen seid. Ey, ich hätte die Mission so links geschafft, wenn ich die scheiß Mission hingekriegt, wenn ich die Dings hinbekommen hätte. Aber die Cops mussten dann. Wir müssen da unbedingt werfen. So, dann müssen wir es halt nochmal machen. Weil halt, wie gesagt, ich die scheiß Aktenkoffer nicht aufnehmen konnte. Egal, alles gut. Nicht aufregen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unten irgendwo parken im Idealfall. Ich glaube, wir kommen hier wieder raus, oder? Nee, warte mal. Hier kommen wir wieder raus, ja. So, dann gehen wir da mal hoch. Ah, ich habe auch meine Waffen. Okay, sehr gut. Wo waren die Rolltreppen? Moin. Sorry, shoot him. Ja. Ah, die Fresse jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Meine Fresse, ey. Wollte der Kopf, der Kurier hätte so viel Gas geben können, der wäre so weg gewesen eigentlich. Wir haben es aber geschafft, das ist wichtig. Erstmal. Hau ab jetzt endlich, lass mich in Ruhe. Ich wollte eh da lang. Viel haben wir gar nicht abgekriegt von den Dings von den Typen. So, dann fahren wir mal kurz hier rein und liefern die Dinger ab. Ach, natürlich nicht. Fahr dir die Cops, fahr die unten lang. So, wenn wir schon mal im Kolonel sind, machen wir gleich weiter mit der nächsten Mission. Die Schutzringe. Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting slow to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it okay. Up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things.
So, dann fahren wir mal dahin. Wir gehen ins Parkhaus, wo die Waffe, die der Colonel dort für sich deponiert hat. Die Frage ist, welches Parkhaus meint der? Meint das Parkhaus wieder am Einkaufszentrum oder was? Also, das ist das Einzige, was ich jetzt auf dem Schirm hätte. Mit was? Ja, oder? Nee, doch. Warte mal, doch. Ja, nein, vielleicht. Warte mal, ich soll hier hoch irgendwo. Ja, fahr doch einfach, fahr doch einfach. Warte mal kurz gucken. Ja, da hoch müssen wir, okay. Ist die Waffe da? Lance, Vance, Dance! To do something other than just shouting me everywhere, why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. Yeah. My name's Lance, by the way. Tommy Versetti. Let's go. Begib dich mit Lance zum Übergabeort und pass auf Diaz auf. Muss ich mit deiner Karre fahren? Warum fährst du nicht selber mit deinem Auto? Mein Auto ist sogar weg. So, dann fahren wir da mal hin. Aua, natürlich hat sich Erfolge. Ach, gib mir auf mit schon Gewehr. Ja, ich habe aber genug Waffen. Ich sollte eigentlich. Oh, ja, fahrt doch einfach mal. Gib doch mal. Das sind immer die geilsten. Ich muss die Vorfahrt nehmen, aber ich schleiche dann lieber mal noch ein bisschen durch die halbe Weltgeschichte. Und koppel ich mich jetzt sicher an? Nee, vor allem nicht jetzt. Ich krieg die Motten, Alter. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Ich bevor er mich gerade nicht verfolgt, dass ich gerade eben interessant bin. Was machst du hier? Ach, die Mission. Ich erinnere mich. Auch so ein nerviges Ding. Was fällt da mit dem Auto rein oder was? Du bist mit dem Auto da rein, oder? Okay. Ich fahr mal, geh mal, ich sag mal bitte, Lenz. Oder sehe ich das gerade falsch? Aha. Okay. You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. He'll be here any minute. We both better get to the vantage point. Okay, I'll take the balcony, you get the roof across the yard. So, ich muss jetzt mal kurz gucken, dass ich hier hochkomme. Ich muss ja da hier hoch. Warte mal. Oh, passt so. Nimm mal die Waffe. Sie kommen, überwache den Deal. Pass auf, Lance und Diaz auf. Oder Diaz und Lance. Mehr irgendwo? Oh, den Kopf interessiert mich halt mal nicht. Hab ich die? Ne, hey, das mal wieder. Aber den hat sie jetzt hinter sich. Da oben ist doch einer. Okay, der hat's erledigt.
Oh ja, nimm doch das Kack-Motorrad! Ja, geil. Ich nehme ein Motorrad. Muss ich Motorrad fahren? Ich brauche ein Auto, Gib mal Gas hier. Verpiss dich, Kopf. Ich hätte mir nicht die... Scheiße, der ist natürlich weg jetzt erstmal. Ich hab ihn, oder? Ja. Nee, ich hab ihn nicht. Nee, geh weg, einfach nur. Fuck. Sorry, jetzt hab ich die Mission hier. Ah ja, alles kann kaputt fahren und das scheiß Ding hier nicht, oder was? Ah ja, nimm die scheiß Laterne da weg. Ich hänge an deiner Ampel fest. Oh nein. Warte mal. Jawohl. So, jetzt oder was? So, jetzt ist gut. Steh mit deiner Scheißkarre. Ja, natürlich stehst du mit deinem scheiß Minivan da drauf. Ja, wo ist denn der? Was sagt ein Koffer? Hab ich den jetzt? Hab ich den Aktenkoffer jetzt oder was? Oder hat den jetzt einen NPC? Ja, eigentlich habe ich. Ich hoffe, ich habe den jetzt. Geh weg. Aber ich soll den jetzt zum Dias zurückbringen. Ich glaube, ich habe aber jetzt den Aktenkoffer selber. Ja, das wäre natürlich jetzt assi gewesen, wenn der. Ah, hier habe ich das Auto geholt, okay? Ich hoffe, dass ich jetzt den Aktenkoffer habe. Nicht, dass es heißt, du musst die Mission aber neu machen. Der NPC hat den geklaut, hat das Geld jetzt weg. Puh, was für eine Scheiße. Entschuldigung, ich musste das mal machen. Ich glaube, bisher kommen wir eigentlich auch relativ gut durch, ne? Ja gut, die eine Mission mit dem Kurier, wo wir verhaftet wurden, weil die Cops dann nochmal auf die Eier oh, Hilfe, ich muss mal woanders hin. Und die eine Mission, glaube ich, mit dem Golfkart, wo wir gestorben sind. Warte mal, ich muss hier irgendwo abbiegen. Ich glaube, hier muss ich rechts. Er zeigt mir den Punkt komplett falsch an, deswegen war ich ein bisschen irritiert. Warte mal, ich nehme mal die Waffe eben noch mit.
die hier liegt. Ah, okay. Nicht wirkt. Warte mal. Hallo? I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Wir sehen uns bestimmt dann mal wieder. Shit, where's that guy? Wir haben 1000 Dollar gewonnen und haben, oh ja, schön, ein kubanischer Hermes. Geh mal weg da. Ich hätte mir gerne mal. Ich habe gar kein Haus mit einer Garage, ne? Scheiße. Ich bräuchte mal eine Bude, eine vernünftige. Wir gehen aber mal speichern. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn noch auf der Karte? Haben wir noch eine. Haben wir noch Kolonel-Mission? Oder haben wir nur die Dinger, ne? Wir haben gar keine Mission eigentlich soweit gerade. Nein, wir sind natürlich noch nicht durch. Wir haben natürlich noch Mission, weil da ist noch ein Anrufsymbol und das müssen wir dann als nächstes machen. In der nächsten Episode. Wir haben noch keine. Die Karre, die können wir eigentlich erst dann bekommen, wenn wir in der nächsten, im nächsten Gebiet sind. Oder ich glaube, im letzten Gebiet sind. In Downtown, beziehungsweise da eine angrenzendes Gebiet. Da herrscht nämlich die Kubianer und die Haitianer. Aber wie gesagt, wir. Oh, wir haben doch einen Anruf. Tommy, es ist Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I heard that prick Cortez, he said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is thick heads. Thick heads everywhere, yo. I make you real rich. So. Wir haben eine D-Mission, zwar für Diaz, aber das werden wir uns erstmal. Dann gehen wir nämlich die als nächstes an. So, schlagen Argumente für Speichern oder überspeichern. Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play GTA Vice City.